Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und dabei steht mal wieder Japan im Nationenvordergrund, im Speziellen der Oho, Tier 8. Ich wollte gerade Heavy Tank sagen, aber sagen wir einfach mal Ultra Heavy Tank. Hier in dem Fall Top Tier. Er spielt ihn natürlich mit der HE-Knifte, da macht er einfach Spaß. So habe ich ihn auch gespielt, auch mir die Linie ergrindet und ich muss sagen, sehr, sehr amüsant. Aber der Oho, ein großes Problem hier mit der Gunny Pression hier vorne, nämlich, er kommt hier nicht runter, er kann hier nicht runter. Das heißt, entweder der Turm muss ganz bis hier rüber gedreht werden, dass ihr da schießen könnt. Habt dann natürlich aber die ganze Seite frei. Oder auf der anderen Seite ein bisschen weiter. Man kann natürlich auch gerade hier vorne in diese Flucht die Kanone geben und hat dann auch eine Gun Depression von, jetzt lasst mich nicht lügen, 6 Grad, glaube ich, sind's. Aber das ist sehr undankbar bei dem Panzer, der sonst wirklich sehr viel Spaß macht und auch mit der Panzerung arbeiten kann. Aber gerade dieses Thema Gun Depression, wenn man den Panzer seitlich stellen muss, kommt halt dann doch jeder durch. Allerdings werden wir jetzt hier in diesem Replay of the Week sehr viel Abpraller sehen, so wie es aussieht, von dem her freue ich mich darauf schon. Auf jeden Fall hat er mal hier keine große Scheu vor den Gegnern, denn eigentlich sieht er hier 5 Gegner sich gegenüberstehen, aber er fährt einfach trotzdem mal drauf, weil er dem SP unbedingt einen geben wollte und der jetzt für 540 ja auch nicht ganz schlecht war, muss man dazu sagen. Auch der Rheinmetall, der wäre so ein potenzieller Kandidat, aber man sieht gerade genau das Thema mit der Gun Depression, dass er gerade dem SP keinen geben konnte, weil die Kanone einfach vorne nicht so weit runterkommt. Er lässt sich jetzt ein bisschen zurückfallen, dass die Su hier unterstützt. Hat auch noch ganz da hinten einen Komet, aber das war's auch schon in Sachen Support. Und jetzt fährt er so, dass er eben diesen Knubbel in der Mitte umgeht und eben auch mit der Kanone rechts runterkommt. Den T29 natürlich mit der HE-Munition macht er nicht so viel Schaden wie zum Beispiel an dem Rheinmetall, wenn der mal rumluren würde. Aber dafür muss er halt auch nicht viel aimen. Einfach drauf und fertig. Das reicht dann halt auch. Oh ja, der 4190 wäre ein schönes Ziel allerdings. Noch im Reload. Und hätte ihn jetzt hier die Arti nicht bekommen, hätte er vielleicht sogar den Schuss direkt gehen können. Aber ja, jetzt wollte der 4190 da gerade weg. Genau perfekt gab es dann für ihn die 846 Schaden. Und das ist halt das, was den Panzer so unfassbar spaßig macht. Diese HE-Kanone, manchmal macht sie nicht so viel Schaden, aber sie macht halt in der Regel immer Schaden. Und das macht halt Spaß. Auch der 3485 merkt gerade, dass so eine HE-Kanone gar nicht so viel spaßig ist. Und was ich halt besonders beeindruckend finde, er steht hier alleine. Der Gegner aber da nicht wirklich davon jetzt Nutznießen zieht, denn er versucht hier wirklich da so zu schießen, dass sie ihn hier, ja, SP, Tschüssikowski, dass sie hier nicht seinen Reload, der dann durchaus lang ist, ausnutzen und auch nicht ihn pushen, weil viele Mates hat er da nicht stehen, wobei es wird so gerade so ein bisschen mehr. Hinter ihm wird dann der Cromwell und ein Komet. Su ist schon weg. Ja, und der Type einmal zu viel geguckt und auch weg mit dem. Ja, und jetzt hat er so langsam aber sicher eigentlich jeden Gegner da vorne mal weggeballert. So, jetzt kommt er wieder mit der Kanone nicht rum, muss also ganz nach vorne fahren. Jetzt kommt er drauf und jetzt kann er dem auch einen geben. Vielleicht kann er den wegrammen. Nee, aber ist schon weg. So, jetzt der T-3485, der will jetzt natürlich wegkommen, möglichst schnell. Naja, jetzt hat er es vielleicht doch aufgegeben. Auch wieder hier, Gun Depression, keine da. Aber er macht es halt einfach so. Ist seine Ansicht, er hat nicht mal drauf visiert oder sonstiges, hat einfach die Kanone gerade gehalten. Ja, warum auch in die Richtschützansicht gehen oder den Turm drehen lassen, wenn es auch so geht. Da ist die Arti jetzt offen. Arti verballert, sehr wichtig für ihn jetzt. Ich denke mal, er geht jetzt erst für die Arti. Ja, und die ist natürlich seitlich null Problem.
Der VK, der steht jetzt hinter, er wartet jetzt da aber drauf, weil er sagt sich, hey, ich bin im Cap. Wenn du zu mir kommen willst, dann komm rum. Ansonsten, ich warte. So, jetzt guckt er da raus. Vielleicht hier die Chance. Ja, 357. Kein ultra dicker Hit, aber er reicht in dem Augenblick einfach erstmal. Noch ist auch nicht gedecapped worden, denn der VK wollte hier Schaden. Oh, Crummel. Auch der Crummel bekommt sofort die erste Begrüßungsschelle hier von ihm. So, und jetzt der VK auch hier ein bisschen getroffen. Das reicht eben schon. Und er steht jetzt hier einfach mal im Cap und jeder andere versucht verzweifelt, ihn zu durchdringen mit Premium-Granaten. Erst der IS hat es jetzt gerade in der Tat geschafft. Vielleicht der ein oder andere Hinweis. Schießt auch unter die Panzer, sowas so wie beim IS. Da macht ihr durchaus mal mehr Schaden, als wenn ihr für die Panzerung geht. Wenn ihr ein leicht gepanzertes Ziel habt, dann ruhig klar auf den Panzer drauf schießen. Ansonsten unter den Panzer schießen, weil da sozusagen die Bodenplatte einfach sehr low ist und ihr durch den Splash von der HE dementsprechenden Damage anbringt. Naja, nur mal so nebenbei erwähnt. Jetzt ist aber der IS gleich Geschichte. Aber wir sehen, Gun Depression, er kommt nicht runter. Sein Problem mal wieder, das Typische. Jetzt ist er 11-14. Das heißt nur noch, er ist hier für sein Team am Start. Jetzt muss er so weit zurück, bis er den endlich so weit drauf bekommt. Und jetzt macht er den Kill da auch. Ja, und wir sehen weiterhin VK damit APCR, aber sie kommen einfach nicht durch. Und seitlich wird jetzt irgendwann auch noch der 4190 da auftauchen. Und da ist er auch schon. Oh, sehr schön. Dass der Schuss funktioniert hat, war sehr wichtig für ihn. Aber man hat gesehen, er hat den Turm gedreht und schon hat der VK das ausgenutzt. Sein Munitionslager muss er natürlich wiederholen, weil der Reload ist eh schon so lange. Ja, jetzt hat er auch noch den T-34-85M rausgenommen und jetzt ist es ein 1-on-1 vom VK gegen ihn. Mit dem nächsten Kill würde sich auch seine Radley Walters sicher klar machen. Jetzt wartet einfach drauf. Oh, den hätte ich nicht gedacht, dass er den macht. Heidi Witzker, guter Endschuss. Ja, 7.095 Schaden geblockt, 6.168 gemacht, 2.149 Basiserfahrung. Und mit einem Nicht-Premium trotzdem 66.136 Credits eingefahren. Ich denke, ein sehr verdientes Replay of the Week mit einem Panzer, der sehr speziell ist, aber durchaus sehr spaßig sein kann. Ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit zum heutigen Replay of the Week. Hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.